Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute werden wir die Lego Winkelgasse unboxen. Sie gibt es offiziell nur auf der Lego Website, da sie ein Exklusivset ist. Enthalten sind 14 Figuren. Sie hat ca. 5500 Teile und wenn sie aufgebaut ist und die Häuser zusammengestellt sind, ist sie 1 Meter, 2 cm und 4 mm lang. Sie kostet 389,91 € und ich würde sagen, wir packen sie jetzt mal auf. Ich habe hier an der Seite schon aufgemacht, aber ich weiß nicht, was drin ist. Okay, hier sehen wir so ein Karton erstmal. Aha, da wird irgendwas drin sein. Okay, erste Tüte, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, elfte, 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 24 Tüten sind's. Puh, ja. Bei diesen. Und, hier ist ja auch noch ein Karton. Den machen wir auch mal gerade auf. Hier der Teaser. Ich nehme das eine Schere. So. Und dann hier noch eine. Gut. Oh. Die Gebrauchsanleitung. Nee, das sind Gebrauchsanleitungen. Das sind 4 Gebrauchsanleitungen. Und hier sind noch mehr Tüten. Okay. Ich lege sie mal wieder rein, dann kann ich euch zeigen, was da alles drin ist. So. Also da sind ein Haufen Tüten drin. Hier noch mehr Tüten. Ich lasse sie am besten mal hier, dass sie nicht durcheinander kommen. Ah, und hier sind dann Platten. Ich schätze mal für die Häuser, dass die dann auf die Platten gebaut werden können. Oh, mehr Tüten. Und nochmal 2 Platten. Für die Häuser müsste das dann alle Platten sein. Und mehr Tüten. Und noch mehr Tüten. Und noch eine Tüte. Hier sind Silenzio, keep it between us. Ah, ein Adventstürchen oder so. Keine Ahnung. Ich stelle es mal hier hin. Dann sind hier noch mehr Tüten. Und noch mehr Tüten. Genau. Und noch mehr Tüten. Genau. Und ich würde sagen, ich baue jetzt mal auf.
Wie ihr es wahrscheinlich schon gerade gesehen habt, ich bin mit der Winkelgasse von Lego Harry Potter fertig. Hier auch voll cool mit dem Hut und dem Mensch in dem Schaufenster von Fred und George. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit Ollie Wenders. Okay, also. Hier gibt es so zwei Fenstertürme, sage ich jetzt mal, solche zwei Halbtürme. Später werde ich dann auch noch innen zeigen. Hier ist dann zum Beispiel Scribblers, der Feder- und Papierladen und halt Schreibwarenladen. Dann kommt hier noch Florian Fortescue's Eissalon. Hier auch cool mit einem kleinen Mini-Tisch-Darstellung. Auf dem Vordach, hier auch mit Florian Fortescue. Genau, dann sind wir bei Flourish and Blots. Hier gibt es auch so ein dickeres Schild. Ist cool. Hier unten gibt es dann noch so Bücher, die halt ausliegen. Wahrscheinlich sind es irgendwelche Bücher, die man vergünstigt bekommt. Jetzt würden die wahrscheinlich nicht draußen liegen. Hier gibt es ja noch mal ein zweites Stockwerk, wo man so ein bisschen reinlinsen kann. Genau, und mit Hermine noch, mit ihrem buschigen Haar. So, dann kommen wir schon zu dem dritten Haus, aber dem fünften Laden. Genau, also hier Qualität für Quidditch. Sieht man es auch noch mal. Und zwar sieht man hier eine coole Lampe mit einem Schnatz. Ein cooles Schaufenster. Und hier ist zum Beispiel der Feuerblitz oder der Nimbus 2000. Das kann man nicht so ganz genau entziffern, weil es keine Aufschrift hat. Aber trotzdem. Und hier sind Malfoys Vater und Junior Malfoy oder beziehungsweise Lucius Malfoy und Draco Malfoy. Hier haben wir noch Gilderoy Lockhart. Der Autogramm, den hier gibt, mit dem Buch Magical Me. Der Umhang von ihm ist zweiseitig. Das finde ich ein cooles Detail. Hier haben wir dann noch den Tagespropheten-Reporter. Mit noch einer Kamera. Das habe ich, genau. Hier noch bei Qualität für Quidditch ist dann hier noch ein Tagesprophet, ein Lager. Hier oben sieht man auch noch welche, die auf dem Dach liegen. Hier noch welche an die Fenster geklebt, damit man nicht reinlesen kann bei dem ganzen Chaos. So, dann haben wir hier die Nocturengasse, beziehungsweise der Eingang zur Nocturengasse. Hier sieht man Harry und Hagrid. Wahrscheinlich, die gerade aus der Szene kommen, wo Harry sich in diesem in diesem Wandschrank verstecken musste vor Malfoy, vor Draco Malfoy und Lucius Malfoy. So, dann kommen wir zu Fred und George Weasleys zauberhafte Zauberschätze. Sorry, hab mich gerade verplappert. Also ich finde hier das Dach ist cool. Mit den ganzen Schwingungen sieht auch das ganze Gebäude sieht insgesamt auch sehr, sehr nach dem Original im Film aus. Auch hier mit dieser Puppe, diese Statue macht ja auch so, das ist echt cool. Hier haben wir auch nochmal Fred und George. Und hier kann man dann auch, hier sind die Beine zum Beispiel. Hier ist das Oberteil von der. Hier hat man auch nochmal so eine coole Lampe da habe ich ein Teilchen abgerissen. Das ist jetzt halt praktisch. Ich lege euch mal da kurz hin. So, genau. Hier haben wir dann noch eine Lampe. Da vorne ist übrigens die große Halle, die ich auch davor schon gebaut habe. Da habe ich kein Video dazu gemacht, weil dort hatte ich nämlich noch nicht meinen YouTube-Kanal. Hier sehen wir auch nochmal Hedwig schön, die gerade einen Tagespropheten zu Harry bringt und auch nochmal zwei Eulen, die sich da unterhalten. Die eine zwinkert. So. Okay, ich würde sagen, wir haben schon mal jetzt vorne
und ich zeige euch hinten. So, das ist jetzt die Innenseite von der Winkelgasse. Es ist zwar nur die Hälfte, aber es ist trotzdem übelst cool und mega lohnenswert. Also, hier einmal über Scribulous, dem Federladen. Hier sehen wir einmal eine große Auswahl von Federn, rote und weiße. Dann eine blaue, große, eine rote, große und noch Tintenfässer oder sowas. Ja, dann kann man hier Test schreiben mit so einer kleinen Leselampe. Da vorne ist irgendeine wichtige Schriftrolle oder sowas ausgestellt. Ja, hier in dem oberen Stockwerk, das ist immer sozusagen die Privatabteilung von den Verkäufern hier. Ja, da ist hier so ein, ja halt, nicht Privatabteilung, das ist blöd, halt so das, der Wohnort meistens, bei den meisten aber nicht. Ja, bei den wenigsten sogar. Nur bei den kleinen Läden. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall hier so ein kleiner Kamin. Irgend so ein Zaubertrank, ein Totenschädel. Ja, nicht so gut erhaltenes Sofa und ein Teppich. So, gut, dann kommen wir zu Ollivanders. Hier gibt es eine voll coole Treppe. Und zwar, die lässt sich einfach, wenn man es umdreht. Ups, wow. Jetzt habe ich Molly und Ginny erstmal ja, weggeräumt. Auf jeden Fall, schau mal, hier sind auch Zauberstäbe-Schachteln und das sind die Teils. Ich stelle euch mal kurz so hin. Perfekt. So, und das sind die Teils, die man gar nicht sieht. Zum Beispiel hier ist jetzt ein Zauberstab drin und das liegt so im Regal, also sieht man gar nicht mal, obwohl das eigentlich voll das coole Detail ist. Aber im Schaufenster, jetzt habe ich Ginny umgeworfen, aber im Schaufenster ist es ist eine. Genau. Hier sieht man oben, hier hat Ollivanders und ist auch so eine Art Privatabteilung, aber auch nicht wirklich. Wartet, ich stelle mal eine Lampe gut hin, dann könnt ihr das sehen besser. So, damit sieht die ganze Sache doch besser aus. So, okay, und zwar hier hat er so einen kleinen Stuhl. Ja, dann hier macht er gerade einen Zauberstab anscheinend. Hier ist eine Leiter, ja, für noch ein Zauberstabregal und da sind auch Zauberstäbe drin. So, gut, dann haben wir hier, ja, kommen wir zu Flourish and Blots. Sieht man es auch hier? Das, die haben auch eine coole Treppe. Die kann man nämlich nach oben klappen. Das ist auch eine coole Funktion, weil da kann man es wegen der Säule nicht so richtig an die Seite klappen. Ja, genau. Jetzt habe ich hier Florian Fortescue umgestoßen. Wieso stoße ich immer alle um? Ja. Genau. Hier sehen wir Hermine, die bei Flourish and Blots ja, sich Bücher anschaut oder sich Bücher ausleiht, kauft, was auch immer. Hier oben ist dann auch nochmal eine Abteilung, wo also wahrscheinlich ein Buch über Quidditch, über Zauberkunst. Ich dachte gerade, das wäre ein Wesen. Ja, über Zauberkunst, wie man wahrscheinlich für Wingardium Leviosa oder sowas, wegen der Feder. Auf jeden Fall, ja, hier sind dann nochmal Bücher, noch mehr Bücher. Ist ja auch ein Bücherladen. Okay, also hier ist Florian Fortescue. Hier sieht man ihn, da hat er sein Eissalon mit verschiedenen Gläsern und da hat er auch Schokoladeneis in der Hand. Hier oben ist voll so ein süßes, kleines Apartment, sage ich jetzt mal, mit einem Sessel. Den kann man auch so ein bisschen bewegen. Mit einer echt coolen Leselampe. Tee oder Kaffee oder ja, irgendein Getränk in der Kanne und dann noch ein Teppich. Genau, dann hätten wir schon das zweite Haus und kommen zu dem Tagespropheten. Hier erstmal eine Spinne mit einem Spinnenweben, diesen Tagespropheten. Hier ist dann die Tür, wo ich vorhin aufgemacht habe. Das spiegelt jetzt nur so komisch, ja, weil die Tür halt
glänzt so ein bisschen und es spiegelt halt das. Guck mal gerade, die ist nicht unsichtbar. Auf jeden Fall, das hier meinte ich vorhin mit Fenster zu kleben mit den Zeitungen, wegen dem Chaos hier. Hier sind ein Haufen Tagespropheten, Kisten mit Tagespropheten und eine Ratte, die Käse isst. Ja, könnte theoretisch, nee, es könnte nicht Krätze sein. Ich dachte jetzt, vielleicht könnte ja Krätze sein, bevor sie zu den Weasleys kommt. Aber nee, die ist ja direkt eigentlich zu den Weasleys. Wie auch immer, also hier sind dann auch nochmal, habe ich ja schon vorhin schon gezeigt. So, und dann hier Qualität für Quidditch. Hier ist ein Hufflepuff-Statue, so halt mit Hufflepuff-Kleidung. Ja, hier sind verschiedene Arten von Klatscher. Ja, halt diesen, halt die Werkzeuge, die die Treiber haben. Ich weiß gerade nicht ganz genau, wie sie heißt. Schreibt es einfach in die Kommentare. Hier ist noch eine Tür mit Qualität für Quidditch. Fußabstreifer. Hier sind die Malfoys wieder. Genau. Dann hier ist ein Ravenclaw bzw. eine Statue mit Ravenclaw Quidditch Sachen, die sie halt ausstellt. Hier sind irgendwie Besen zum Ausleihen. Es können aber keine neuen Besen sein, weil die werden ja dann andauernd ausgemietet und halt, das würde ja gar keinen Sinn machen. Hier sind dann halt noch ein paar Quaffels und Klatscher und so. Hier sind dann noch Kleider, wie hier unten auch noch. Und dann kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingshaus. Nicht nur von außen, auch von innen. Und ich glaube, das wäre auch, wenn es die Winkelgasse, klar, gibt es auch als Filmset, aber, also halt als Film, ja, als Halbfilm-Ding, ja, Setup. Genau, aber wenn es die Winkelgasse in echt geben würde, also nicht im Film, also dann wäre das auch mein Lieblingsladen, wie dem auch sei. Hier ist so Fred und George. Bei Lego kann man die nicht so ganz auseinanderhalten. Ich glaube, im Film würde ich es inzwischen erkennen, aber ja, oder im Buch. Klar, die werden da ja auch mal mit dem Namen angesprochen. Aber egal. Hier ist eine Kasse und hier ist ein Regal mit Zaubertränken und Zauberscherzen. Hier ist der andere Weasley-Zwilling, sage ich jetzt einfach. Hier ist ein Regal mit ganz vielen Ausstellungsstücken und halt Pranks. Hier sind dann nochmal irgendwie so hypnotisierende Kellen oder sowas. Hier ist dann nochmal ein Haufen mit noch mehr Prank-Artikeln. Hier ist dann Hagrid, der lächelt dir von der Treppe zu. Und hier ist auch noch Dancing Doxy. Ja, genau. Und dann haben wir hier noch Harry. Und nochmal einen Haufen Artikel. Und der Stein hier. Sieht cool aus. Auf jeden Fall. Würde ich damit auch sagen, das war's mit diesem Unboxing, wie schon gesagt. Ja. Und mir wird sehr, sehr viel bedeuten und gefallen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben da lasst. Ja, und im besten Fall natürlich auch einen Follower. Über Kommentare würde ich mich auch freuen. Ja, genau. Wir sehen uns beim nächsten Stop-Motion-Film oder Unboxing. Ciao!